Das ist das Resultat der heutigen Lektion. Wir tracken wieder ein Video, das mal mit Boden und Wand. Dann nutzen wir die Physik-Engine vom Blender, für die Kugeln können durch die Szene rollen. Und dann animieren wir den Finn. So sieht die fertige Szene aus. Wir haben hier eigentlich rein nur Shadow Catchers, also Geometrie, die uns nur den Schatten rendert. Alles andere ist transparent. Und eben der Finn, der wird animiert. Und hier haben wir den Mond. Und so sieht das fertige Compositing aus. Das Video, die Bildersequenz, die wir aus der 3D-Szene gerendert haben, das kennst du wahrscheinlich schon, Farbkorrektur. Was hier noch zusätzlich ist, ist eine Vignette. Wir haben hier die Decke etwas dunkler gemacht, für den Fokus mehr ins Innere des Bildes zu lenken. Ja, die Lektion ist auch wieder in verschiedene Kapitel unterteilt. Es kann ja sein, dass dich nur für eines der Themen interessierst, vielleicht eben nur für das Tracking, für Physik oder nur für Charakteranimation. Dann schaust du einfach das zugehörige Kapitel. Du darfst alles brauchen von diesem Projekt. Es sollte einen Link haben in der Beschreibung mit einem Blend-File, wo der Finn drin ist, und die Videosequenz. Und dann hast du ein schönes Übungsprojekt für vielleicht mal, wenn du ein Stündchen Freizeit hast. Und ja, dann wünsche ich viel Spass. Dann starten wir den Blender und können gerade die VFX-Oberfläche laden. Aber hier haben wir das Dope Sheet, das 3D-Fenster, das Videofenster und den Graph. Hier können wir gleich ein bisschen Platz machen. Jetzt können wir gleich unser Bildmaterial importieren. Color Management können wir vorübergehend auf Standard stellen, dass wir die Original-Farbverteilung zurückbekommen. Jetzt können wir noch die Timeline auf die Länge von unserem Video anpassen mit Set Scene Frames. Und nachher können wir es prefetchen, für die Zwischenspeicher reinzuladen. Und hier haben wir die Auflösung von unserem Videomaterial. Das können wir noch ganz schnell anpassen im Output-Tab. Aber hier, die Zahl hier sollte mit der übereinstimmen, oder die sollte mit der übereinstimmen. Und dann die Framerate, aber je nachdem, was du hast. Meine ist 25 Bilder pro Sekunde. Und dann können wir ja loslegen. Wir lassen das Motion Model mal auf Location. Jetzt geben wir mit Ctrl-Click einen neuen Track. Schnell schauen, ob die Trackers gross genug sind. Wir können gerade herkommen. Wir können das noch etwas zentrieren da. So. Können wir dann mal vorwärts tracken. Und eben jetzt haben wir hier die Bewegungskurve bekommen vom Track. Das rote ist die X-Achse, die Links-Rechts-Bewegung und das grüne die Y-Achse für Auf und Ab. Es braucht 8 Tracks für einen Solve. Und wir schauen jetzt mal, mit genau 8 Tracks einen guten Solve zu bekommen. Und für das müssen wir schauen, dass wir unsere Tracks so gut wie möglich im Bild verteilen, dass der Blender eine gute Ahnung von Szenen bekommt. Nehmen wir jetzt da. Mit L können wir noch die Ansicht auf diesen Track zentrieren. Tracken wir vorwärts, nein, rückwärts jetzt in diesem Fall. Ja, sieht doch gut aus. Jetzt können wir noch heute schnell mit A beide Tracks anwählen, die wir bis jetzt haben, und mit Ctrl-L sperren. Dann können sie nicht mehr überschrieben werden. Auch genau hier im Dope Sheet sieht man jetzt auch noch, wir haben einen roten Hintergrund. Das ändert dann noch mit der Zeit. Jetzt haben wir noch nicht 8 Tracks, also ist noch kein Solve möglich. Und dann zeigt ihr das Rot an. Jetzt geben wir mit Ctrl-Click einen neuen Track. Also, drücken wir da mal noch. Jetzt wollen wir hier noch einen Bildrand rein, da. Drücken wir rückwärts. Und jetzt geht der hier aus dem Bild.
aber kommt glaube wieder rein. Genau hier. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man mit so einer Situation kann verfahren kann. Eine davon ist das Join Tracking. Wir verbinden zwei separate Tracks zu einem. Also da geht hier raus. Bei Frame, was ist das? Vielleicht tue ich gleich die Timeline noch ein bisschen auf. Da. Frame 177. Dann gehen wir doch noch mal einmal ganz zurück. Und machen den etwas kleiner. Vielleicht bekommen wir noch extra Frame über. Nein. Also, macht nichts. Dann gehen wir einfach weiter, bis der Punkt wieder reinkommt. Da. Jetzt gehen wir mit Ctrl-Klick einen neuen Track. Drücken bis am Anfang führen. Jetzt hier geht er wieder verloren. Das macht nichts. Wenn wir so. Jetzt können wir jetzt haben wir den Track noch selektiert hier. Selektieren noch den Anger und drücken Ctrl-J, um sie zu verbinden. Und wir können das auch hier mit diesem Knopf machen, in der Tracking-Schublade, im Toolshelf. Die Vierecke, das sind Keyframes. Also jedes Mal, wenn ein Track eingefügt wird, wird ein Keyframe gesetzt. Und wenn er fertig ist, dann wird ein neuer Keyframe gesetzt. Also ein Keyframe ist eine Speicherung von jetzt hier den Verschiebungsdaten. Und jedes Mal, wenn der Tracker manipuliert wird, wird ein neuer Keyframe gesetzt. Also wenn ich jetzt hier den Track zum Beispiel skaliere, dann bekommt er einen neuen Keyframe über. Und wir haben hier den Match, der steht auf Keyframe. Und das bedeutet, dass sein Referenzpunkt immer ein Keyframe ist. Wenn er schön durchläuft und man nichts manipuliert, dann hat er zwei Keyframes, einen am Anfang, einen am Schluss. Und der hat jetzt hier erst ab dem Frame, wo er aktiv wird, den Keyframe hier, Frame 14. Und Frame 51 haben wir skaliert. Da hier eben läuft er aus dem Bild. Also hier kommt der zweite rein und läuft bis zum Schluss. Dann tracken wir weiter. Wir können hier hinten. Was man auch machen kann, ist, wenn ich jetzt hier einen Track reingebe, dass man genau eine Geometrie anpasst. Je nachdem, will man das. Oder es gibt hier die Option, für ein Plane Tracking zu machen. Aber jetzt nicht in diesem Fall. Zentrieren das mal. Ist das jetzt. Wir sind am Schluss, dann tracken wir das rückwärts. Und jetzt hat er das schon recht schnell verloren. Also müssen wir das Motion Model ändern, weil er ist ja noch gut im Bild. Und was man auch sieht, ist, auch wenn sich die Form verändert vom Bildmaterial, wegen der Perspektive, der Track selber verändert seine Form nicht. Wir können das Motion Model auf Affin stellen, dann wird die Schärung auch mit in die Berechnung gezogen. Aber die Schärung wird nicht aufgezeichnet. Also, das sind wirklich nur Verschiebungsdaten, keine Skalierungen oder Rotationen. Wir können mit Alt-S das Suchfeld anzeigen. Das ist das Areal, wo das Bildmaterial analysiert wird für diesen Track. Wenn jeder Track die ganze Zeit das ganze Bild absuchen nach seinem Tracking-Punkt, dann wird sehr viel Rechenleistung verschwendet. Und darum hat jeder Track ein Suchfenster, wo er drinnen sein Muster sucht. Und das müssen wir hier ziemlich grösser machen, dass das so Platz hat, um können scheren und bewegen und so. Tracken wir das. 177. Ah ja, blöd. Der Standardfehler. Wenn ich natürlich hier einstellen gehe, dann gilt das erst für die neuen Tracks. Einen bestehenden Track stellt man hier um. So, voilà. Gut, dann das Ende von Timeline.
Tracker rückwärts und jetzt geht das problemlos, ja. Excuse. Und man sieht hier, dass, ja gut, vielleicht ist es ein schlechtes Beispiel. Schnell L zum Zentrieren. Man sieht jetzt so, dass sich die Form vom Tracker verändert. Der geht mit der Perspektive mit eigentlich. Und jetzt wäre aber gut, man könnte hier noch ein paar Trackers setzen, aber das ist sehr unsichere Sache, weil Zweigli bewegen sich im Wind und das sind dann wie falsche Daten für eine Kamerasolve. Ja, aber wir könnten noch hier irgendwo einen Punkt suchen, guten Kontrast. Nehmen wir den da. Aber alles, was einem von Auge gut auffällt, ist meistens ein guter Tracking-Punkt. Jetzt es geht mal auf Affin. Mal schauen, wir können es da. Aber man will ja nicht viel, also wenn es nicht nötig ist, sollte man das Motion Model nicht zu viel ausrechnen. So, weil man spielt dort dann auch je nachdem Ungenauigkeit rein. Tut es dann mal die Grundeinstellung wieder auf Location und hier stelle ich ihn auch um auf Location. Und Tracker rückwärts. Und da ist auch mal durchgekommen. Also, das ist doch gut. Schnell mal heute mit L zentrieren und schauen, ob er schwimmt oder gumpet. Ja, sieht gut aus. Kann man gelten lassen. Das Dopesheet ist immer noch rot. Wir haben 6 Tracks. Wir tun hier noch einen her. Er geht auch aus dem Bild her und kommt wieder rein. Machen wir es genau gleich wie vorher. Gehen wir bis ans Ende tracken. Schafft er nicht. Ich tue die zwei Ctrl-J zusammensetzen. Dann wollen wir das hier noch. Dunkler Fleck zur Abwechslung. Und jetzt ist das Dopesheet schon gelb geworden oder grün. Und das heisst, jetzt haben wir die 8 Tracks. Wir können solven. Wir geben noch einen. Wir tun noch einen da hier. Wir nehmen da. Die Schrauben. Tracken das noch. Also können wir alles anwählen. Ctrl L. Und dann können wir das mal speichern.